Hallo Leute, schön, dass ihr wieder bei einem Video dabei seid. Und heute haben wir mal wieder ein Kobi-Set und zwar eins von den neuen Barkas. Auf die haben wir ja alle lange gewartet. Vier Stück sind inzwischen rausgekommen, vier Stück bleiben es auch, denke ich mal. Ist auf jeden Fall nichts Weiteres angekündigt. Wir haben hier den Polizeibarker B1000, Set Nummer 24596 mit 157 Teilen. Wie immer Scale 1:35 aus der Youngtimer Edition. So sieht das Ding aus. Und dann nochmal hier die Rückseite. Hierhin anscheinend keine richtige Scheibe, sondern eine aufgedruckte Scheibe. Und da steht Pad Printed. Größe 13 cm lang, 7 cm breit und 4,5 cm hoch. Hier noch ein paar Informationen. Wurde 61 bis 91 in Ostdeutschland produziert. 100 Stundenkilometer war die Maximalgeschwindigkeit. Gewicht 1450 Kilogramm. 34 kW Motor und dann 992 Kubikzentimeter Hubraum sowie 4 Sitze. Ja, hier nochmal DDR. Und das war es im Grunde genommen vom Kasten, würde ich sagen. Und den Barkas bauen wir wieder so auf, würde ich sagen, zusammen. Komplett. Da brauchen wir keine Schnitte machen. Bin ich der Meinung jetzt. Und wieder die Seite aufgemacht, wo nicht drin steht, wann er erschienen ist. Doch hier. Was rede ich? 8.10.2020 produziert. Also gerade mal vor gut 1,5 Monaten, so ungefähr. Bisschen mehr. Stellen wir ihn hier hinten hin. Wir haben ja hier die paar Tüten. Hier ziemlich viele größere Formteile drin, so wie es aussieht. Aber gucken wir uns erstmal die Anleitung an. So von vorne, von hinten noch ein paar andere Modelle. Hier auch noch der Feuerwehrbarkas und der Pritschenbarkas. Dann gibt es noch den Krankenwagen, der ist jetzt hier nicht abgebildet. Gut, Kauflinks und so weiter packe ich euch unten rein in die Videobeschreibung wie immer. Hier noch die Teilliste, das gibt es ja seit einiger Zeit bei Kobi auch. Wir haben 33 Bauschritte und dann sind wir mit dem Ding auch durch und sonst hat sich nichts dran geändert. Typische Art und Weise von Kobi, wie man sozusagen diese Anleitung gestaltet. Ich nehme mir mal ein paar Döschen. Das ist bei den wenigen Teilen zwar jetzt nicht unbedingt nötig, aber wenn Amy dann plötzlich kommt, dann habe ich das lieber immer in Dosen drin. Weil wenn sie sich dann drauflegt oder sowas oder anfängt damit zu spielen, dann habe ich ganz schnell ein Problem und ein Teil ist unter Umständen weg. Und das wäre natürlich nicht so gut. So. Einmal kurz die Tütchen hier verteilen, wie gesagt. Hier haben wir extra eingepackt die ganzen Scheiben. Das ist auch sehr gut wegen Verschramm. So. Und mach mal die große hier. Okay. So. Ja, mal sehen, wie lange wir brauchen. 157 Teile. Ich hoffe, das wird jetzt kein Stundenvideo. Das wäre natürlich blöd. Als ich das letzte Mal einen normalen Youngtimer gebaut habe mit 100 Teilen, da hat das nicht so lange gedauert. Deswegen hoffe ich mal, wird das hier auch so sein. Naja, gut. Folie kommt hier irgendwie an die Seite erstmal. Und dann sind wir am Start. Und dann geht's auch gleich weiter. Und wir haben hier diese ja, inverted Fliesen, würde ich mal so sagen, mit den Noppen nach oben. Dann haben wir ein 3x3er und zwei 4x3er. Und die kommen dann sozusagen so drauf, dass die Dinger kriegt man kaum hoch ohne Fingernägel. So. Mit einem Abstand werden die hier verbunden. Und so und so. Ne? Dann brauchen wir vier Eckteile in Grün. Hier, das ist das Grün. Die Farbe stimmt jetzt mit der Anleitung nicht hundertprozentig überein. Also um einiges dunkler wie das, was in der Anleitung angezeigt wird. Aber das ist bei dem Grau das Gleiche. Also die Anleitung ist allgemein ein bisschen heller gedruckt, als die Teile dann wirklich sind. So, 2x2x3er brauchen wir noch. Und die kommen hier hin. Dann eher so und so.
Und nach unten kommen nochmal zwei davon. Und dann haben wir Bauabschritt 3 oder Bauschritt 3 fertig. Dann kommen wir zu Bauschritt 4. Da brauchen wir 2x7er und 1x7er. Also keine 8er oder 6er, sondern 7er. Das ist ja auch so ein Ding, was mit Kobi, glaube ich, so fast angefangen hat. Inzwischen gibt es einige China-Hersteller, die da eben auch drauf gehen auf diese Größen. Lego nicht bisher. Die halten eben an ihren alten Größen fest. Ja, gut, irgendwo dran müssen sie auch festhalten. Insofern ist das dann okay, denke ich mal. Wenn sie alles damit hinkriegen. Mit den anderen Größen ist es natürlich manchmal ein bisschen leichter, gegebenenfalls irgendwas umzusetzen. Aber gut, das muss ja jeder Hersteller für sich selbst entscheiden. Und ja. Und dann haben wir auch schon den fünften Bauschritt fertig. So sieht es jetzt aus. Und wir kommen zu Bauschritt 6. Da brauchen wir hier so einmal zweier entwertet Fliesen, zwei Stück. Sowie normale einmal zweier und noch wieder zwei Ecken und ein einmal dreier hier. Und dann bauen wir nämlich jetzt von unten. Der kommt hier ran. Und dann so hier noch eine jeweils Ecke. Und dann bauen wir hier diese invertierte Fliese ran und setzen den 1x2er, vielleicht sollte man das vorher zusammensetzen, wie auch in der Anleitung geschrieben. So, den da ran, so dass wir dann hier komplett grün durchgehend haben. Jetzt muss ich einmal denken, wie rum gehört das? So rum. Und dann kommt das daran. Und das war Bauschritt 6. Und dann kommen wir zu Bauschritt 7. Da haben wir wieder von diesen 1x2ern diese flachen Fliesen mit den Noppen oben drauf nochmal 4 Stück. Wo ist der vierte? Da. Und dann noch von den 1x3ern das gleiche. Die müssten doch eigentlich hier drin sein. Sind sie aber nicht. Da sind sie. 2, 3. Ich mache euch mal ein bisschen tiefer, sehe ich gerade. So. Ist das dann vielleicht doch ein bisschen besser zu sehen für euch. Und dann haben wir noch noch zwei Stück in Grau mit 2x2. Alles die invertierten Dinger, damit bauen wir jetzt den ganzen Untergrund voll, so wie es aussieht. Nämlich hier einmal ran ein Grün und noch ein Grün. Den drücke ich gerade wieder ab, weil der hängt ja im Moment noch nur an einer Noppe. Dann bauen wir hier, also die Barkas werden von unten ziemlich zugemacht mit den Dingern. Ab und zu gab es das ja auch schon bei anderen Youngtimern, aber immer ist das nicht so der Fall. Das ist dann doch irgendwie immer ein bisschen unterschiedlich. So sieht es jetzt aus. Und dann haben wir Schritt 7 fertig. Ich mache wieder eine kleine Unterbrechung und dann bis gleich. So, und weiter geht's mit Schritt 8. Jetzt kommen wir zu den, wir haben da auch anscheinend verschiedene von den Kotflügeln. Ich hole mal alle vier raus. Da sind noch welche. Und, wo ist der zweite? Da. Wir haben hier so ein kleines Bildchen und da sieht man ein und zwei Punkte. Und wir sollen die mit den zwei Punkten nehmen, also B. Und wenn man hier reinguckt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ist hier unten einer. Und hier ist auch einer. Und hier sind die zwei. Okay. Das heißt, die beiden können erstmal weg. Und dann brauchen wir noch zwei Einmaleiner. Die sind hier in grün. Und dann kommt hier hinten der Kotflügel dran. Und hier. Damit haben wir dann eine Noppenbreite von 7. Von dem Fahrzeug. Breiter als die normalen. Weil die haben meistens ja nur 5, so wie ich das weiß. Weil die Barkas sind dann schon ein bisschen größer. Definitiv, ne? Also wenn ihr mal hier so ein Trabi nimmt, der hat hier, passt hier im Grunde genommen rein wie auf eine Ladefläche. Und ja gut, die anderen sind teilweise auch 6, ne? Also das, die FSOs zum Beispiel oder so. Das unterscheidet sich natürlich von Fahrzeug für Fahrzeug. Und dann kommen wir zu Schritt 9. Da haben wir jetzt die anderen beiden Kotflügel, hätte ich gar nicht wieder rein müssen, werfen müssen. Wir haben eine 1x7er wieder hier und zwei 1x5er. Einmal 5er, no. Hier, 1, 2.
So, die Kotflügel hier dran. Und hier dran. Unterscheiden die sich eigentlich von der Form? Ja, die sind wieder kantig, die sind rund. So wie bei dem Trabi das auch der Fall ist. Gut. Hier oben drauf der 1x7er. Hier zwischen jeweils ein 1x5er. Und dann kommen wir zu Fliesen. Solche dunkelgrauen. 2x5er. Ne, 2x6er sind das, glaube ich, wirklich. Und ein lang. Der lange kommt hier hin. Ne, der ist zu lang. Der ist zu lang. Der hier, den brauchen wir, genau. So. Und das. Und das. Ja, haben wir das drin ein bisschen gefliest. Und dann kommen wir zu diesen Dingern. Die hat auch Kobi, glaube ich, nur die 1x3er mit zwei Noppen in der Mitte oben drauf. Davon brauchen wir zwei. Und dann das gleiche nochmal drei Stück von diesen 2x2ern, wo die Noppen, zwei Noppen in der Mitte sind. Nicht nur eine, wie man das sonst kennt. So, dann kommt hier einer hin. Da so einer. Und die beiden hier quer. Und in die Lücke, die noch da ist, kommt dann... Achso, warte. Hätte ich fast falsch schon gemacht. Die wieder rauszukriegen, das ist schwierig. So. Gut, und dann kommen wir jetzt schon zu bedruckten Teilen. Genau. Zeige ich euch gleich. Dann haben wir eine 1x7er. Das ist die hier. Und eine 1x5er in Grau. Wie ihr seht, haben sie ja hier schon zusammengesetzt. Ein 1x3er Brick Modified mit einer 1x5er Plate und dann hier Polizei aufgedruckt. Zweimal. Und das sind zusammengesetzt gelassen in der Packung. Ja, das macht Kobi ganz gerne immer. Die kommen dann jeweils hier drauf. So, da. Und da. Und dann hier noch ein grauer drauf. Hier vorne noch ein grüner. Wir sind durch mit Schritt 12. Und dann mache ich wieder eine kleine Unterbrechung. Und dann geht es sofort weiter. So, und dann kommen wir zu Schritt 13. Zwei von den 1x5ern in Grau. Und zwei 1x2er in Grün. Gut. Dahin. Dahin. Da und hier hinten noch den grauen rein. Dann sind wir hier, ja, ein kleines Stück wieder höher gekommen. Jetzt holen wir uns vier Brick Modifieds 1x3, aber auch nur zwei hoch. Das waren, glaube ich, auch schon die gleichen, die wir hier verbaut hatten. Die kommen nach innen. Die haben immer, das macht Kobi gerne bei den Youngtimern, dass sie hier Noppen nach innen bauen, die dann später aber keinerlei Funktion haben. Die sind dann einfach da. Ich weiß nicht, warum sie das machen. Welchen Sinn das hat, warum sie dann nicht einfach normale geben. Aber gut. Was dazu führt, man kann die nicht drehen. Und die haben immer die Angusspunkte außen. Das ist immer das Gleiche. Ne? Also, ja, gut. Aber obwohl, hier kommt jetzt sogar mal was davor. Das habe ich auch selten gehabt bisher. Wir haben hier die langen Grauen und die kommen da rauf. Okay, dann werden die ja sogar mal genutzt, das, was ich gerade erzählt habe. Aber ich habe das auch schon oft gehabt bei Kobi, dass die nicht genutzt werden, die Noppen, sondern einfach offen bleiben. Aber gut, dann ist das hier mal was anderes. Na gut, sind ja auch die neuesten Modelle. Da kann sich dann ja auch mal was ändern. Das muss ja nicht immer alles gleich bleiben. Genau, so. Dann kommt hier hinten noch ein grüner drauf. Dann haben wir hier die zwei Sitze und das Lenkrad. Das Lenkrad kommt dahin. Dann hier einer drauf. Und hier, so sieht es jetzt aus. Sehr kastenmäßig bisher. Aber gut, ist ja auch ein Kastenwagen, wenn man es mal so nimmt. Der nach oben hin zwar abgerundet ist, aber sonst doch sehr kastig. Das ist auch sehr witzig. Guck mal hier in der Anleitung. Ja, anstatt zwei Stück, einmal einer. Ja. So. Ein kleiner Fehldruck, würde ich mal sagen. Die beiden... Und die beiden, da haben wir jetzt diese 90 Grad Umkehrer. Eine Noppe oben, zwei runter. Und die normalen, die man kennt, 2, 2. Und dann bauen wir jetzt hier eine grüne Ecke rein. Und hier
Dann kommt da einer, dass wir natürlich noch eine Front ranhängen können, weil sonst wäre es natürlich richtig kastig, wenn das nicht gehen würde. Das lösen sie dann über die 90 Grad Umkehrer, die jetzt noch drankommen. Vorher hätte man nichts anbringen können in die Richtung, aber das geht natürlich dann auch so. Oder wie soll es auch anders gehen? Na gut, man könnte mit Brick Modifieds natürlich auch arbeiten, aber sie haben sich dann jetzt so entschieden. So, dann haben wir wieder so ein 1x3er mit zwei Noppen oben drauf und dann 1x3er hier mit so einer Abrundung, davon 6 Stück an der Zahl. 6 und noch 2, die nur 2 Nagel sind. Und dann kommt hier das Ding drauf. Und dann hier sozusagen, dass das jetzt langsam eine Rundung kriegt, ne? Gucken wir uns gleich an, wenn ich sie alle angesetzt habe. So. Und letzter. In Bauschritt 17. Damit haben wir auch die Hälfte erreicht. So sieht es jetzt aus hier. Schön abgerundet, aber eben leider wieder hier die Angusspunkte. Gut, die hätte ich, glaube ich, verhindern können hier unten. Den hier geben ja auch. Aber naja, gut. Ein paar kann man nicht verhindern, das ist dann einfach so. Ich mache eine kleine Pause, bis gleich. So, Schritt 19, kommen wir zum ersten Formteil. Nee, nicht das, sondern die Front. So sieht das Ding aus, mit Kennzeichen aufgedruckt, Kühlergrill aufgedruckt. Und ja, das bringt im Grunde um die ganze Front mit. Und da kommen dann einfach noch ein paar Dinge einfach nur ran. Wir haben hier zwei so eine Scheinwerferfliesen. Wäre das scharf? Naja, glaub schon, ne? Genau. Und davon 2 Stück. Dann haben wir so eine kleinen Nupsis hier. Ja, so Mini-Nupsis. 2 in Grau und 2 in Orange. Und das kommt jetzt alles hier rein, ne? Dann machen wir nämlich jetzt, muss ich mal gucken. In kommen die Grauen hier von außen drauf, in dieses Löchle rein. Nicht weggeflogen. Ein Glück. Die Dinger sind nämlich echt klein. Wenn die auf den Boden fliegen, dann hat man echt unter Umständen ein Problem. So, die Orangen sollen von unten reinkommen. Ja, das, genau. Genau, Kubi, genau. Da brauche ich, glaube ich, eine Pinzette für oder sowas. Also sowas, ey. Ja, ich glaube, das geht so nicht. Da komme ich nicht rein. Ein Augenblick. Ja, gut, ich habe jetzt eben das nicht mehr hier drin gebaut. Ich habe nur noch die beiden hier raufgesteckt und von drin die Orangen rein. Ging noch ohne Pinzette. Ja. Gut. Dann brauchen wir noch hier das Header-Teil. Das Heck. Auch hier mit Kennzeichen aufgedruckt. Die Klappe, der Griff. Rücklichter. Das Ding kommt hier. Ist drin eben so ein 3x2er drin eingebaut. Und der soll dann irgendwie hier drauf. Und vorne das gleiche. So, na komm. Na, was soll denn das? Okay. Von hinten jetzt. Von vorne. Sieht so aus. Stand der Dinge mit Schritt 20. Dann kommen wir zur Motorhaube. Nee, das ist nicht die Motorhaube. Wo ist denn die Motorhaube? Da ist die Motorhaube. Hier. So ein Formteil. Zweimal noch diese Runddinger hier. Und so runde Ecken. 2 Stück. Wartet. Hier. Na, mit so einer Noppe unter. Und genau. Das Frontteil kommt hier einfach drauf. Und die beiden kommen hier auf die Noppen, die an dem Formteil oben drauf waren. Und die beiden Eckteile. So. Da haben wir jetzt einmal rundherum abgerundet. Und dann haben wir ganz lange 1x2er. Das sind ja jetzt hier... Ne, sind 10er. 1x10er. So, nicht 1x2er. Quatsch.
Was redet der Sven da, ne? Dann brauchen wir irgendwie eine weiße Fliese. Nee. Ja, wo ist die denn? Hä? Mal gucken. Nee. Ach, da. Da ist sie. 1x4er weiße Fliese. Ging zwischen den ganzen 1x5ern unter. Gut. So, der hält dann im Grunde um diese ganzen Seitenteile so ein bisschen zusammen, würde ich mal sagen. So. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Fenstern. Wir haben einmal hier so ein Teil. Das ist an den Seiten abgerundet und 5 lang. Und die ersten beiden Fenster, die komplett in der Mitte ohne mit einem dünnen Steg sind hier. Diese hier sind das. Und wo ist der zweite mit dem dünnen Steg? Hier. So. Na, hier Rand aufgedruckt, hier ein dünner Steg drauf. Und dann müssen wir das so machen, dass der... Nee, der kleine nach vorne zeigt. So. Na, jeweils der Steg nach vorne. Und dann brauchen wir noch die Frontscheibe. So, mit Scheibenwischern hier aufgedruckt. Und die kommt jetzt hier rein. Ach, guck mal, die hat hier eine Stufe drin, sodass das hier reinpasst. Und die beiden kommen hier hinter direkt. Oh, guckt euch das an. Das ist aber ein Unterschied im Weiß hier, das bedruckte Teil zu der Fliese. Das ist schon ganz schön heftig. Naja. Ja, fällt schon ganz schön auf. Also das bedruckte Teil ist um einiges dunkler. Krass, krass. Gut. Mal wieder gucken, dass ich die richtigen Teile hier habe. Nee. Okay, dit. Und welche mit dem Steg? Diesen hier. Ja. Ah, und den. Gut. Und 4 Stück von den weißen hier. Ich mache nochmal eine kleine Pause und dann geht's weiter. Dann kommen wir zu dem ersten. So rum. Zweiter weißer daneben. Und so. Der kommt dann so rum hier ran. Habe ich da irgendwie eben gerade was verpasst hier? Nee, ach nee, die Lücke ist noch da. Okay, alles klar. Ich dachte, ich hätte mich eben verguckt, aber ist nicht der Fall. Gut, gut. So. Und nee. So rum. Mhm. Weiter geht's mit den nächsten Scheiben. Da haben wir dann die bedruckten hier. Mit einem Steg in der Mitte. Und dann nochmal so ein kleiner schwarzer hier am Ende. Wieder 4 von den weißen Teilen. Und zuallererst kommen die mit dem Mittelsteg dran. Das ist, glaube ich, diesmal relativ egal, weil die beide gleich aussehen. Die kommen... Ach, das ist nicht ganz gerade hier. Ja, da darf man natürlich nicht dran rumdrücken. Das ist ja alles nur in einer Nobbe. Nobbe. So. Na, ich drehe es nochmal um, glaube ich. Mal gucken. Passt das besser so? Ja. Muss man manchmal ein bisschen gucken, wie die Drucke sind. So, machen wir das diesmal dann eben so.
Ja, naja, hier ist doch ein bisschen versetzt, aber naja. Ja, ja. Und dann kommt er dahin und er dahin. So geht es eben auch. Man muss das nicht vorher festmachen, wie sie das immer schreiben. Gut. Schritt 28 ist abgeschlossen. Und jetzt kommen wir zu den Achsen. Guck mal, das sind so kleine Dinger diesmal. 4 Stück an der Zahl natürlich. Und dann sollen wir noch 4 von den grauen Eimer einer Noppen nehmen. Und bei 2 Stück von den Achsen soll hier jeweils einer drauf. Und die kommen hier vorne rein. So. Und dann kommt jeweils noch eine hier zwischen. Und hinten kommen die einfach so ran. Und auch eine dazwischen. Jetzt sollen wir schon die 4 Reifen festmachen. Okay. 3, 4, 4. Und die 4 Felgen. Ja, wir nähern uns schon am Ende, wie ihr seht. Und dann müssen wir die jetzt einmal... Hier ist immer so ein kleiner Wulst auf der einen Seite. Achtet drauf, weil da kriegt ihr ihn schlecht drüber geschoben. Immer von der anderen Seite draufschieben. Dann geht es einigermaßen. Also, wenn man es nicht richtig trifft, geht es aber trotzdem auch da dann relativ schwer manchmal. Und tut an den Fingern weh. Weil die Reifen sind doch ziemlich Hartgummi. Und diese Kante hier ist ziemlich scharfkantig. Dass man da sich das ganz schön in den Finger reindrückt immer. Ja, das war aber schon bei jedem Youngtimer so. Wenn man davon jetzt zig an einem Tag baut, dann tut das bestimmt ordentlich weh dann irgendwann. Kann ich mir gut vorstellen. Insofern, wenn da jemand einen besseren Tipp hat, wie man die Felgen aufzieht, ohne dass es an den Fingern weh tut, gerne her damit. So, ist das jetzt richtig so rum? Ja, okay. Und klick. Und klick. So. Mhm. Rollen tut er schon mal. Und jetzt 2 von den schwarzen, die die Felgen dann von unten nochmal so ein bisschen absichern, kommen hier einfach drauf. So. Mhm. Sehr schön. Und dann sind wir schon bei den letzten 2 Schritten. Unglaublich. Wir haben jetzt 4-mal solche blauen, einmal einer Steine. Die sind aber irgendwie bisschen anders geformt wie die normalen Noppen. Also hier eher gerade wie so eine Fliese und obendrauf noch eine Noppe. Dann haben wir 2 graue, einmal einer Bricks. Einen weißen, einmal Fünfer. 2 solche kleinen, einmal einer Fliesen mit so einem Stift dran. Und 2 von den grauen. Einmal einer. Ach, guckt hier einer an. Habe ich da irgendwie die falschen erwischt? Oh nein. Das habe ich nicht gesehen, Leute. Okay, ich unterbreche mal kurz, weil ich muss hier die anders geformten wieder rausholen. Ja, bei den blauen war es mir sofort aufgefallen, bei den grauen nicht, ne? Also wenn ihr hier mal guckt hier, ich setze die mal hier drauf. Dann könnt ihr den Unterschied sehen. So ist der Unterschied. Ne, ganz glatt, hier eine Rille drin. Und wir brauchen jetzt die glatten und die hatte ich leider vorher schon verbaut. Ja, ist dann blöd gelaufen, aber kann man dann ja noch schnell ausbessern. Die kommt jetzt noch hier ran. Und dann haben wir das Heck noch abgerissen, aber so. Gut, jetzt nehmen wir den 5er und setzen jeweils außen eine blaue drauf. Daneben die einmal einer in grau. Dann kommt hier nochmal eine blaue drauf. Hier diese mit den kleinen Nupsis in grau. Und dann sollen wir hier die drauf schieben. Das sollen dann wohl Lautsprecher sein. Also die Sirenenlautsprecher. Ne? Ja. Drauf? Ne? Doch. Aber eben gerade ausrichten wäre schon schön. So. Naja.
Naja, gut. Der kommt dann hier rein. So, na toll. Ja, das ist jetzt natürlich mal wieder ganz intelligent, Kobi. Ja, das ist sehr intelligent. Ah, aber jetzt ging's. Man biegt ihn nach innen, ne? Hätten wir vielleicht gleich machen müssen. Als erstes, weil dann hätte man nicht das Problem gehabt, dann hätte man noch untergreifen können. Gut, jetzt haben wir noch zwei Außenspiegel und die Heckscheibe. Hier die Außenspiegel und hier die bedruckte Scheibe. Eigentlich schade. Ich würde es besser finden, wenn die auch eine normale Scheibe gewesen wäre. Aber gut, ist so. Und die kommen jetzt hier in diese kleinen Löcher rein, jeweils. So. Und damit ist er fertig. Kommen wir mal hier die ganzen Förmchen weg. Wir haben hier noch das Schild Barkas 1000, Polizei. Kommt davor. So. Und wir haben übrig eine graue und eine orange von diesen kleinen Noppen. Das war's. Barkas ist fertig, der erste. Drei weitere werden noch kommen auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich den so mit euch gebaut habe. Und jetzt kommen im Anschluss noch Fotos mit Musik unterlegt. Und ich danke euch fürs Zugucken. Über einen Daumen hoch und ein Abo oder einen Kommentar von euch würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss. Never been one to lock the door. Always chasing something more. Even if it leaves a damage that you can't restore. I looked up to you. I broke down crying, I don't know if you. 3 years down the drain when you came to me to say that I want you for your body, then I'll be out of my way. You broke my heart, you made this bittersweet. Look what you did to her. Look what you done to me. Try to blame it. Another